Warum spielt er eigentlich nicht? Diese Frage stellen sich aktuell viele bei Joao Cancelo. Wird die Personalie für den FC Bayern zum Problem? Dann hätte man ihn auch nicht zwingend holen müssen. Da ist schon so eine leichte Glut da, wo das Ganze irgendwann noch so ein bisschen entflammen kann. Außerdem natürlich Thema bei uns die Crunch-Time im Champions-League-Achtelfinale. Bringen der BVB und die Bayern ihre Hinspielsiege ins Ziel? Dazu ein Blick auf den historisch spannenden Bundesliga-Abstiegskampf und natürlich die Highlights der neuen Woche. Kicker Weekly Folge 7, wir gehen rein. Kicker Weekly ist euer kuschelig warmes Fußball-Zuhause am Anfang jeder Woche. Ich kann wirklich nur empfehlen, jeden Montag hier dabei zu sein. Denn wir haben immer so lustige Themen. So, und deshalb abonniert gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Die Bundesliga ist weiter richtig im Modus. Punktgleiche Teams an der Tabellenspitze, punktgleiche Teams am Tabellenende. Es macht einfach richtig Bock. Wir gucken erstmal auf den tatsächlich historischen Abstiegskampf. Denn das gab es noch nie. Die letzten vier Teams am Tabellenende dachten sich vor dem Spieltag so, 19 Punkte. Finde ich gut. Zu einem so späten Zeitpunkt der Saison war es an den letzten vier Plätzen noch nie so eng. Und es zeichnen sich so einige Trends ab. The Trend is not the friend of der TSG Hoffenheim. Die Zahlen des Grauens. 13 Spiele ohne Sieg, 6 Niederlagen in Serie. Der neue Trainer Pellegrino Matarazzo hat seine ersten vier Spiele alle verloren. Qualität hin oder her, die TSG hat ein Problem. Wir haben es in der Vergangenheit halt oft genug gesehen. Teams, die eigentlich zu gut sind für den Abstiegskampf, hängen bis zum Schluss unten drin oder steigen sogar ab. Die Lage für die TSG ist extrem gefährlich, auch weil andere Momentum haben. Ja, erstmal Glück auf in die Runde. Ja, genau die. Wer ist diese Mannschaft und was haben die mit Schalke 04 gemacht? 6 Spiele ungeschlagen und in denen nur ein Gegentor kassiert, Königsblau ist on fire, pünktlich vor dem Revierderby. Dazu wankelmütige Stuttgarter und formschwache Bochumer. Im Keller spricht aktuell einiges für Schalke. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ist die Formstärke bzw. Formschwäche einiger Teams am Tabellenende ein Fingerzeig für den Rest der Saison? Was ein Transfer. Brazzo Masterclass. Jetzt rasieren die Bayern alles. Was wurde der Coup der Bayern mit Joao Cancelo nicht abgefeiert? Gut einen Monat später ist der Mann Reservist. Julian Nagelsmann begründet das mit dem System. Cancelo habe bei Man City nicht Dreierkette gespielt. Aber wie so viele kann auch unser Bayern-Reporter Georg Holzner das nicht so ganz verstehen. Das System ausschlaggebend ist, halte ich jetzt persönlich auch für schwierig, weil das eine Sache ist, die muss der FC Bayern eigentlich davor wissen, bevor sie so einen Spieler verpflichten. Vor ein paar Wochen hieß es noch, dank Cancelo können wir umstellen und flexibel sein. Heute heißt es, mit Cancelo geht es nicht, weil der die Dreierkette nicht gespielt hat bei Man City. Von daher halte ich das generell für fast schon ein bisschen paradox und ein bisschen schwierig. Es drängt sich halt so ein bisschen die Frage auf, haben die Bayern Cancelo geholt, ohne eigentlich einen richtigen Plan mit ihm zu haben? Das ist genau die Frage, die man sich in diesem Fall stellen muss. Ich muss auch, wie gesagt, genau wissen, wo ich ihn hinstellen kann und ob ich ihn wirklich brauchen kann. So wie die Argumentationsgrundlage ist, gerade von Seiten von Bayern, ja, dann hätte man ihn auch nicht zwingend holen müssen. Da ist schon so eine leichte Glut da, wo das Ganze irgendwann noch so ein bisschen entflammen kann im Laufe der Saison. Smells like nächster Nebenkriegsschauplatz, zumindest wenn es so weitergeht. Für das PSG-Spiel wird die Personalie jetzt wahrscheinlich eher keine Auswirkung haben, sagt auch Georg. Aber Paris is back. 3 Siege in Folge. Mbappé-Rekordtorschütze. Bringen die Bayern das 1:0 aus dem Hinspiel über die Ziellinie? Ich glaube, Bayern war immer auf dem Punkt da, wenn sie irgendwie da sein haben müssen, vor allem in solchen Spielen. Und die Ausgangslage ist einfach sehr, sehr gut. Wenn man dann im eigenen Stadion spielt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann muss man dieses Spiel auch über die Zeit bringen in den zweiten 90 Minuten und dann muss man als FC Bayern auch ins Viertelfinale einziehen. Der BVB-Express rollt weiter und wir jetzt an der Haltestelle Viertelfinale ankommen. Das 1:0 aus dem Hinspiel ist eine gute Grundlage, aber auch nichts, wo man sich jetzt mal ganz entspannt hinlegen kann. Die Blues haben nach 5 sieglosen Spielen in Folge gegen Leeds mit einem knappen 1:0 mal wieder einen Dreier geholt. Trotzdem, bei der aktuellen Form ist der BVB im Rückspiel Favorit. Die Highlights der Woche, natürlich, alles steht im Zeichen des europäischen Wettbewerbs. Dienstag die Achtelfinal-Rückspiele der Königsklasse Chelsea BVB und Benfica Brügge.
Mittwoch Bayern PSG und Tottenham Milan. So, und auf Donnerstag dürfte man sich vor allem im tiefen Süden Deutschlands so richtig freuen. Achtelfinal-Hinspiele der Europa League mit dem wahrscheinlich klangvollsten Spiel in der Geschichte des SC Freiburg. Ein Gastspiel bei Juventus Turin. Außerdem Union gegen Union Berlin gegen Royal Union Saint-Gilloise. Und Bayer Leverkusen empfängt Ferencváros Budapest. Freitag der Auftakt zum 24. Bundesligaspieltag, der 1. FC Köln gegen den VfL Bochum. Dann Samstag das Revierderby. Schalke empfängt Dortmund. Und Sonntag unter anderem Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen. So, diese Woche sehen wir uns dann am Donnerstag bei Was geht Bundesliga hoffentlich wirklich wieder. Vorausgesetzt, es grätscht uns nicht wieder irgendeine Grippe dazwischen. Und dann natürlich Freitag wie gewohnt das schnelle Orakel, die Prognosen zum Bundesligaspieltag. Und Montag, wenn ihr mögt, Kicker Weekly. Schöne Woche euch. Ciao.